Und dieses Mangeldenken ist fast schon eine Plage. Wie kommt man da raus? Ich habe heute zwei Tipps für dich. Wie können wir Mangeldenken loslassen? Wie können wir das ein für alle Mal hinter uns lassen? Mangeldenken ist so destruktiv, ist so schädlich, ist eines der schädlichsten Dinge überhaupt. Ich glaube, es ist sogar noch schädlicher wie ungesundes Essen oder irgendwas. Also Mangeldenken vergiftet so viele Menschen. Und gerade jetzt, du merkst es selber, wenn man im Smalltalk mit anderen Menschen ist, da kommt sofort bei sehr vielen Menschen immer dieses ewige Gejammer. Was alles schlecht ist, wer schuld ist und Katastrophe und Angst hier und da. Und da muss, da wirst du nie mehr fertig. Nie mehr. Nie mehr. Also das wächst jetzt im Quadrat auseinander. Diese Angst, diese Unsicherheit, dieses Innere, dann auch Mangeldenken. Das ist eine Katastrophe. Wie können wir es lösen? Und die Frage ist, wo kommt denn das her? Das sind doch, ist das in der Natur ganz normal oder haben wir uns das irgendwie angewöhnt? Denn ein Löwe, ein Hirsch, ein frei lebendes Tier lebt grundsätzlich nicht im Mangel, oder? So, wo kommt das her? In der Kindheit erleben sehr viele von uns Mangel, vielleicht materiell, aber auch psychisch. Das heißt, es wird uns gesagt, lass dies, mach das nicht, das kannst du nicht, da bist du zu klein, fass das nicht an, lass das, da tut es dir weh, ah, Achtung, Achtung und so weiter. Und das hört man hunderttausende Mal. Stärkt einen Menschen das oder drückt ihn das zurück? Ja, eher das Zweite. Das heißt, wir bauen schon als Kind oder viele von uns bekommen schon als Kind ein Mangelbewusstsein mit. Es ist schwierig, was willst du denn mal werden, heißt es dann später. Ah, was willst du werden? Nicht, was bist du, sondern was willst du denn werden? Mach doch was aus deinem Leben. Und gerade meine Generation hat so richtig auch den Kindern gesagt, wenn du was Gescheites werden willst, dann musst du in die Schule gehen, am besten endlos. Ja, jetzt haben wir viele Schüler oder viele Absolventen. Ja, aber innerlich stark, innerlich in der Freude, innerlich in der Kreativität, innerlich im Hey, was kostet die Welt? Da ist nicht viel los, oder? Ein großes Mangelbewusstsein bildet sich, fängt schon in der Kindheit an. Der Lehrer meint es auch nicht schlecht, nur wenn wir unsere Aufgaben abgeben, dann bekommen wir unser Heft zurück. Wenn wir uns gerade mal zurückbesinnen in die Schulzeit, ja, mit Rot angezeichnet, was alles fehlt, nicht gut ist, nicht schön ist, nicht perfekt ist, nicht vollkommen ausformuliert und weiß Gott was alles. Und so geht unser Fokus dann ganz automatisch auf das fehlende Prinzip. Hier fehlt etwas, das ist noch nicht gut, ja, da muss ich dran arbeiten. Ganz ehrlich, darauf, wo unsere Aufmerksamkeit geht, das wächst, das wird größer. Und wir wollen genau das eigentlich weghaben, unseren Mangel im Außen, und kämpfen und machen und tun und laufen. Aber es wird nie, weil innerlich ein enormer Mangel herrscht. Und dieses Mangeldenken ist fast schon eine Plage. Wie kommt man da raus? Ich habe heute zwei Tipps für dich. Und zwar, du hast einen Körper und stell dir vor, in diesem Körper passiert jede Sekunde Unglaubliches. Jede Sekunde, pro Sekunde tauschen sich 50 Millionen Zellen aus. Das ganze System arbeitet ununterbrochen. 50 Millionen Zellen pro Sekunde. Ist das eher Fülle, ist das Gesundheit, ist das Vitalität oder ist es Krankheit, ist es Mangel, ist es schlecht? Siehst du, so kommen wir sofort in eine andere Aufmerksamkeit. Wenn wir uns nur dessen erinnern, 50 Millionen Zellen pro Sekunde. Und, zweite Übung, raus in die Natur. Zähle draußen
bei einem Baum die Blätter, die Nadeln, die Äste, zähle die Bäume, zähle die Grashalme, zähle die Blumen, zähle das, was du siehst. Und dann wirst du sehr schnell merken, das kann man gar nicht zählen. Aber was kannst du? Du kannst es erfassen, du kannst es erfüllen, du kannst die Fülle draußen wahrnehmen. Und wenn du das kannst, dann passiert in dir selber auch Fülle. Und das ist das Schöne. Und so kommst du sehr gut raus aus diesem ewigen Mangeldenken. Und wenn du hier Hilfe brauchst, du findest unten einen Link. Da kannst du dir den Powerkick zum Wochenstart abholen, ist kostenfrei. Und da kommen immer wieder knackfrische Impulse zum Thema Fülle und wie man es machen kann. Also hüpf gerne rein, geh in die Fülle, raus aus dem Mangel. Deswegen, weil wir es als Kind erlebt haben, als Jugendlicher, heißt nicht, dass wir es auch jetzt haben müssen. Wir können jetzt drehen. Es geht. Es geht für jeden. Und ich freue mich, wenn es du machst. Ich wünsche dir viel Spaß, freue mich aufs nächste Video. Bis bald. Servus.